Yeah, und hallo, wir sind back in business. Und es ist Zeit, ein paar Ärsche zu kicken. Und wir befinden uns gerade in der Fabrik von diesem komischen, ja, keine Ahnung, Superroboter. Und schnetzen uns jetzt mal ein bisschen durch Dämonen durch, so wie es aussieht, weil die Orks ja irgendwie wegrennen vor Angst. Ultramarines, this is Princeps Enoch aboard Titan Invictus. This is Captain Titus. What is the status of the Titan? My crew and I are aboard Invictus, but she's immobilized. You will need to activate our berth's backup generator to release the mooring clamps. Understood. Ah, okay. Oh, da laufen sie ja schon. Die Chaos-Leute, die wollen wahrscheinlich auch meinen Roboter haben. Lol. Die Typen werfen auch sofort immer gleich Granaten. Ja. Wir nehmen die andere Waffe, die macht nämlich mehr Aua. Hier habe ich gerade rot gesehen. Wieder ein Autolock. Kann man die hier flankieren? Ah, okay. Oh, irgendwas macht hier richtig viel Schaden. Ja, die natürlich sind jetzt natürlich auch ganz schlimm. Ja, okay, meine Kollegen schießen, das ist sehr gut. Die sind echt am schlimmsten. Die Kleinen sind echt am schlimmsten. Die machen komischerweise richtig Schaden. Oh, ihn habe ich gestunt. Ja, und der Kollege ist hier mein Lieblingsfreund. Na, na, schlag zu. Sehr gut. Er ist gestunt, jetzt holen wir uns erstmal Leben wieder hier. Und auf Wiedersehen, du Arschkrampe. Ja. Töten wir mal ein paar Brüder hier. Weil früher war es ja so, dass... Er ist ausgewichen, ETF. Dass ja die Chaos Space Marines ja eh normale Space Marines gewesen sind. Und ja, sich für das Chaos entschieden haben, statt für den Imperator. Nee. Kann ich die jetzt benutzen? Ja. Ich denke mal, wir machen mal mit der Axt weiter. Ich will mal nicht mal ein bisschen die Plasmawaffen benutzen und so. Mal gucken, ob das besser wird. Und ja, wenn es nicht gut wird, dann haben wir halt Pech gehabt. Ein bisschen Abwechslung muss auch mal sein. ETF, was war denn das? Fliegende Heulbojen. Ja, treffen muss man natürlich. WTF. Metal-Ding da. Komisches Scharfschützengewehr, hier. Schweres Geschütz. Also, ich bin echt ein Ass, wenn es darum geht, die Typen zu treffen. So, er ist weg. So, ist hier noch irgendwas? Eigentlich nicht, weiter. Lol. Na, Grenades kann man immer gebrauchen. Ja. Haben wir den komischen Chaos einfach mal aus der Luft gepustet. Gut, dass wir die fette Knarre gerade mitgenommen haben. So, hier ist Ammo. Das haben wir dringend nötig wieder. 40 aufgefüllt. Hm, na, sehr gut. Komische WTF, sind das Scharfschützen? Ich glaube, warte mal, dann nehmen wir lieber mal den Bolter hier.
Oh, der hat ein Scharfschützengewehr, also ein Lasergewehr. Und er ist nämlich genauso, er ist nämlich auch so ein Freund. Spring, 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 spring. Haben wir hier Pickup Ammo, den brauchen wir noch nie. Wieso einfach mal verpuffen? What the fuck? Noch mehr. Dicken daneben, Freundchen. Oh, wie viel die fressen, ey. Das ist ja echt mal übel. Das sind schon zwei Magazine, die der Typ gefressen hat. Jetzt brauchen wir aber echt mal Ammo. So, dann nehmen wir mal am besten das hier. Irgendwo war hier nämlich noch einer, der jetzt auf mich gezielt hat. So, er ist er nämlich hier. Achso, eins drücken. Ah, lol. Na, betäubung bitte. Na geil. Sehr gut. Kann man kein Leben mehr zurückbekommen. Ja. Er hinter ist noch ein Problem. Da oben geht es nicht mal weiter. Irgendwo gab es gerade noch Ammo, habe ich gesehen. Na genau da. Er ist echt ein Problem jetzt, ne? Ich zweifle gerade, dass ich gerade treffe. Ja, ihr könnt übrigens auch zurückschießen. Ja, toll, er war gerade gestunt. Ah, daneben. Ah, na, 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 na. Er ist tot. Okay, weiter geht's. Bisschen mobil zwar mit der Axt, aber halt weniger Schaden. Mal schauen, ob das uns nicht das Genick brechen wird. Mal gucken. Ab nach oben, Jungs. Oder nach unten. Eher nach unten geht's bei uns heute. Ach, am Ende zerstört. Am Ende, ja, denke ich mal, lassen wir einfach den ganzen Planeten explodieren. Yeah, noch ein Audiolog. Oh, ja, toll. Experimentation with the warp energy is proceeding rapidly. I no longer need to travel into the warp to pull more energy into this dimension. But I am encountering unexpected activity. I was naive to think that my incursion into warp space had gone unnoticed. Someone, something has taken an interest. When I manipulate the energies, I feel a presence pushing against my psychic defenses. Testing me. Testing me. Testing me. Testing me. Testing bestanden. Test bestanden. Du bist manipulierbar. Du Noob. Ah, oh, Heavy Weapons, Feuer. Oder auch nie. Okay. Plasma Gun für Metal Gun, nee. Pickup Ammo. Brauchen wir auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall nie abgeben. Und hier Ammo genauso. Ja, da ist er übrigens. Unser riesiger Roboter. Ja, und ich meinte, ja, eh hier. Nein, nein, dann drück mal Waffen. That did it, Ultramarines. If you can release our mooring clamps, we can bring devastation to the invaders. The Renegades have it well guarded. Understood. Ah, okay, jetzt ist die Runde. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie jetzt da hoch oder so, keine Ahnung, oder irgendwas, was wir jetzt tun. Ich hab das nicht ganz verstanden, was ihr jetzt von mir wollt, aber egal.
Wir müssen eh nur irgendwas abschlachten, also ist irgendjemand so wichtig. Yeah! Wir sind tot. Ja, oh nee. Oh, viele dumme Arschlöcher hier. Ah, oh, noch mehr dumme Arschlöcher. T drücken. Ich brauche für Emperor. Für den Imperator! Okay, gut. Nächstes Mal darauf achten, dass wir nicht in den Granaten stehen bleiben, weil irgendwie Granaten sind nicht unsere Freunde. Und wenn wir Mr. Stift von Mr. Granate trennen, ist Mr. Granate nicht mehr unser Freund. Deshalb sollten wir ihn schleunigst weit wegwerfen. Was ich eigentlich tun wollte, war hier, genau das hier nämlich. Die kann man natürlich so schön ausschalten. So, und dann hier zack, ausschalten, ausgeschaltet, ausgeschaltet. Und so schießen wir die nämlich einfach nieder. Wie weit könnt ihr denn Granaten werfen, ey? Na? Ja, und er will jetzt hier, ja, jetzt kommen natürlich die ganzen Dämonen. Demons! Okay, 4 Schuss brauchen die, um zu sterben. Das ist ja nicht so schlimm. Aber mit dem Hammer hätte man die einfach so weggeschnetzelt, ey. Okay, wer macht jetzt hier noch Schaden? Wow! Noch mehr böse Jungs. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine gute Idee ist, den Typen über die Entfernung halt anzugreifen. Show them the Fury! Und den holen wir uns. Jetzt will ich jetzt aber mal einmal 1 drücken und dann ist er dran. Tja. Dumme Chaos Space Marine. Nee. Ich will meinen Hammer zurückhaben! Nein! Drück eh, du Depp! Ah, jetzt war es vielleicht zu spät hier. Und jetzt bloß weg hier. Das hier am besten, glaube ich, hier. Boah, Alter. Jetzt gehen wir aber mal rein hier. Ach, na lol. Und ich dachte schon, das wäre jetzt hier ein bisschen schwieriger. Aber irgendwas fehlt jetzt hier noch. Ich glaube, wir müssen da lang. Kann sein, dass wir irgendwie die Tür öffnen müssen oder so. I will take care of the clamps. You and the Andros get the doors to the Manufaktorum open. Understood, Captain. Ganz genau. Ja, nö. Hier müssen wir nicht lang. Hier gab es wieder bloß so ein blödes Audio-Log. Was uns einen Einblick in die Geschichte gibt, aber was jetzt nicht gerade so wichtig ist. Es ist halt einfach mal krass, wie weit du hier reingucken kannst, wie riesig die Tore sind und wie riesig der ganze Kampfroboter ist. Achso.
Na, mal gucken. Darf ich jetzt endlich hier lang gehen? Ah, okay, gut.